Was fasst du ihn an, Alter? Alter, du hast dein Gesicht vor ganz Deutschland verloren. Das heute wird anders. Da. Was sie da abziehen, ist Dreck. Die Aufmerksamkeit, die ich in meinem Leben hatte, die wirst du niemals erreichen. Streit es nur, weil sie will. Und Maurice, die wollen Tim und Carina weg. Alleine schon das Lauschen, dann ist er für mich gestorben. Das wird heftig. Das Promi-Büßen-Assessment Center, Folge 6 vom Sommerhaus 2023. Zuletzt im Sommerhaus. Was ist mit dir? Raten ist besser als nichts. Guck mal, da kommen welche. Das ist auch Gigi. Ja, Valentina, wie kommst du, dass du noch drin bist? Valentina und Jan, damit seid ihr bei der kommenden Nominierung am stärksten gefährdet, das Haus verlassen zu müssen. Raten ist besser als nichts. Das war in der vergangenen Folge Ediths letzter Ausweg und ist auch die gängige Taktik von unserem Tim, wenn er sich mal wieder an den Namen von Carina erinnern muss. Das ist kein Lächeln mehr, wie früher so. Hast du gesehen? Ja, ja. Überhebliches Lächeln. Du merkst doch, die beiden halten nicht mehr zusammen. Der ist nur noch wie so ein Fifi, läuft immer hin und her. Ich will diesen Menschen einfach nicht diese Genugtuung geben, dass wir raus sind. Und deswegen hoffentlich gewinnen wir das Ding. Wahnsinn, oder? Valentina und Chan haben auf dem Weg ins Badezimmer mehr Sachen mit dabei, als die stehfest aus dem Altkleidercontainer angeln können. Achtung, Leute! Das Geräusch hat man zuletzt im Sommer ausgehört, als Caro Robens morgens die Implantate wieder an den richtigen Platz geschoben hat. Und habt ihr gesehen, oder? Ein ziemlich einfach gestricktes Lebewesen, das tatsächlich ständig gegen irgendwelche Scheiben prallt. Und es hat eine Fliege auf der Stirn. Die ist halt mit Rock, Punkrock, ganz ja. Scheiße da. Das ist für mich Spatenmusik und dann hättet ihr auch eine Oper von Puccini reinnehmen können. Du tust gerade so, als ob unsere Musikgeschmäcker komplett konträr voneinander wären. Sind die auch. Was für ein Bullshit, Zico. Fahr mal runter, Madame. Was hast du gerade zu mir gesagt? Leute? Hast du gerade Madame zu mir gesagt? Und deswegen jetzt beleidigt? Nein, ja. Also sorry. Also. Ich weiß ganz genau, dass mein Ex-Freund sich getrennt hat beziehungsweise mich beschissen hat mit einem anderen, weil sie so einen besseren Musikgeschmack hatte. Ja, dann musst, musst du das behandeln. Ja, natürlich muss ich das behandeln. Ja, aber womit denn? Ach, jetzt sitzt da nicht wie so ein überheblicher Wichser und laber mir irgendwie in mein Gesicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Ernsthaft nicht. Nee, Wichser, lass ich mich nicht. Nee, nein. Nee. Ach komm, ey, RTL, das kann mir doch jetzt keiner erzählen. Also, dass Tim genau in dem Moment vorbeiläuft, wo die über Musik sprechen, die man nicht leiden kann. Och Mann, ey, Pia, ich mag die hier in dem Format total, aber wie? Also ihr Ex hat sie wegen ihres schlechten Musikgeschmacks betrogen. Was? Das habe ich ja noch nie gehört. Gibt's sowas wirklich? Ich meine, immerhin ist ja auch Schlagersängerin Michelle in einer Beziehung. Ich habe nicht gesagt, du bist ein, sondern sitzt... Wie so ein unempathischer Wichser. Nein, ich habe gesagt, wie ein überheblicher Wichser. Hör mir doch mal bitte zu, gerade kurz. Trink einfach weniger Alkohol und komm auf dein Leben klar. Wow, in diesem Sinne... Ich ernsthaft, ja. Das reicht. War im Zimmer schon ein bisschen angeduselt. Ich glaube, sie hätte sonst so nicht reagiert. Ich wollte das nicht, es tut mir leid. Vielleicht denken wir beide nochmal zweimal nach. Und ich werde dich nicht verlassen, weil du mehr Rockmusik hörst. Weil ich den besseren Musikgeschmack habe, sag es ruhig. Schön hier mit den Nudeln rumsitzen oder wie Sophia Tomalla es nennt, nach dem Spiel zu Besuch in der Umkleide. Gut streiten muss gelernt sein. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mal festhalten. Und trotz der, sag mal einfach mal, angepissten Stuart, wollen beide offensichtlich den Konflikt wirklich klären. Entschuldigung, aber hat ja das Casting-Team etwa noch den Tinnitus vom Sichten der Valentina-Sendung im Ohr? Oder warum waren sie hier so nachlässig? Jetzt können wir Geschichte schreiben. Höhe ist für mich wirklich das Allerschlimmste. Nein, Schatz, nein. Gemeinsam müsst ihr auf dem Weg Fragen beantworten. Dass ich vorher scheißen war, ey. Es qualmte, es stank, es roch und ich saß mittendrin. Warte bitte, warte bitte. Ruh dich aus. Ja, komm jetzt. Stell mal vor, ich fall direkt. Lach nicht. Ah, Mama! Lass mich nicht fallen lassen. Wenn du mich fallen lässt, dann lässt du mich auch fürs Leben fallen. Unser Balenciaga-Goethe, Valentina, kann ja richtig mehr der Dramatik. Wobei man dazu sagen muss, die Chance, dass sie ihn halt danach wirklich einfach mal in Ruhe lässt, die ist bei weitem nicht so hoch wie die Burnout-Wahrscheinlichkeit ihres Psychologen. So übrigens, ne, das ist nichts Ungewöhnliches für Valentina und Chan. Wenn sie irgendwas im Supermarkt holen müssen, gehen sie auch immer so los. Was ist ein Suspensorium? Komm, Schatz, du bist deutsch. Ja, ich kenne das Wort nicht. Mit es was gibt Verlängerungen. Aber mit was? Hä? C. Kann ich mehr länger hier hängen, jetzt mach's. Okay, dann machen wir C, ist aber falsch. Das ist richtig, einfach hasse wieder. Suspensorium, oder wie Maurice sagen würde, untersucht man Ökologe. Ah, nee, Jan. Das, was du meinst, ist ein SUV. Es klemmt. Mein Fuß klemmt. Mein Fuß klemmt. Mann, du scheiße Position hier. Da rein. Mann, der Fuß klemmt. Und sie dann so großkotzig gesagt hat, ja, dann nimm den Fuß da raus. Also ich versuch jetzt Mann, der Fuß klemmt. Ja, du siehst es, dann mach irgendwas. Helf mir. Wir wissen ja, dass Chan wirklich an allem schuld ist. Aber dass er da jetzt Maurice Fuß angeklemmt hat, das finde ich nicht fair. So eine vertrackte Situation
in die man sich selbst reinmanövriert hat, aber nur schwer allein wieder rauskommt. So muss sich also Dana fühlen, wenn sie den Gigi mit nach Hause zum Familienessen bringt. Wie soll ich da rein, John? John, da ist... Da sind wir! Aber gut, Schimmel. Babe, ich bin nicht mehr der gleiche von damals. Weil du da hetzt, wie du Wurst, Alter. Ich bin mehr Mann als du. Ich mache ja Kraftsport und bei mir geht's einfach nur darum, optisch gute Muskulatur aufzubauen. Und das ist natürlich jetzt Kraftausdauer. Entkraft mir im rechten Arm, ey. Das ist schon wieder ein ziemlich ungerechter Vorteil für Gigi. Wenn einer, neben Melanie Müller natürlich, einen ziemlich gut trainierten rechten Arm hat, dann ja wohl er. Alles klar, was es alles gibt. Alex hat eine optisch gute Muskulatur durch Krafttraining, aber Kraftausdauer hat er nicht. Ich bin jetzt natürlich kein Experte, aber ich glaube fast, ich habe noch nie eine umständlichere Umschreibung für Anabolika-Spritze gehört. Zu welchen Tiergattung gehören Molche? Frosch, Lurche, Hans-Lurche, Fummel-Lurche. Du bist doch so ökologisch. Aber Frosch-Lurche wäre zu einfach. Frosch. A. Keine Frösche, das andere. B oder C? Mach egal. B. Ja! Der letzte, der zusammen mit Gummi so eine tolle Figur abgegeben hat, das war der Lebenspartner von Harald Glückler. Ihr müsst jetzt natürlich nicht drauf warten. Andere YouTuber würden an der Stelle wahrscheinlich anzügliche Bemerkungen wegen Schwanzlurch einbauen. Aber ihr kennt mich ja, sowas gibt's bei mir natürlich nicht. Natürlich ist es der Schwanzlurch. Fummellurch ist ja wiederum das Codewort im Pediküre Center, wenn mal wieder Ronald Schill am Schaufenster vorbeischleicht. Keine Option. Im gesamten Leben ist keine Option, ja, aufzugeben. Das weiß ich, das brauchst du mir nicht sagen. Ich kämpfe mich auch überall durch. Zum Schluss war ich Weltklasse. Es ist ja eine Mischung zwischen Geisterbahn und Irrenanstalt. Glas Rosé. Ja. Ich trinke mit. Da komme ich mir nicht wie so ein Alki vor. Also wenn das irgendjemand irgendwie getoppt hat. Guck dir die Schauspieler an. Nee, ist ehrlich, real das Lächeln. Ich glaube, wir haben gute Chancen. Die Gesichter wären wieder legendär. Mann, Mann, Valentinas Lächeln hier beim Zurückkommen ist wie das Auge Saurons, der Mittelpunkt einer absolut bösen Energie. Keine Sorge, lieber Tim, in der Branche hat man doch erst dann richtig aufgegeben, wenn man nach dem 100. Mal doch die Einladung annimmt und eine Gastrolle auf dem Traumschiff übernimmt. Kannst du die ganze nur am Meckern, ja? Schatz, ich habe Höhenangst. Oh, kommt nicht so gut an. Ist doch schön, dass die anderen Paare auch endlich mal Content liefern und auch mal ihren wahren Charakter zeigen. Natürlich tut's mir weh, wenn ich dich weinen sehe. Ja, sieht man voll wollnig. Das wird mir zu dumm, Alter. Kein Feingefühl, gar nichts. Sollen wir jetzt bis morgen traurig sein? Thema erledigt. Und hab das Beste draus gemacht, was ich machen konnte. Punkt. So hoch wie der Toast hätte sich Maurice natürlich auch problemlos katapultieren können. Aber sein Fuß hat geklemmt. Dana ist natürlich jetzt ein bisschen sauer. Gigi hat einfach ein Feingefühl wie eine Planierraupe. Sobald halt ein Empfinden nicht dem entspricht, was er als normal einschätzt oder einstuft, ja, da guckt er genauso fleißig weg und zieht sein Ego durch, wie Uli Hoeneß vor der Steuerprüfung beim Aktenschreddern. Sag mal, was los? So viel runtergeschluckt, weißt du? Was denn? Deine Worte. Wir sind hier mit Vorbelastung reingegangen, haben halt ein paar Streitpunkte. Ich würde was niemals zu dir sagen, weißt du? So viel Hass in dir. Es ist ihre Show. Ich bin hier, um sie zu unterstützen. Und ich verstehe nicht, wo dieser Hass herkommt. Hass entsteht daraus, wenn man Sachen nicht aussprechen kann. Aber kannst du doch. Du hast selber gesagt, du lässt dir hier den Mund nicht verbieten. Ja, natürlich, trotzdem, aber... Ach, aber wie egal. Kannst du es denn, wie kann, egal. Wenn du mich doch liebst? Du wirst es nicht verstehen. Es ist wirklich unfassbar nervig, wie Valentina sich mit ihrem gigantischen Redeanteil die ganze Zeit darüber beschwert, dass sie nichts mehr sagen darf. Hass entsteht aus Sachen, die man nicht aussprechen kann. Für uns ist das genau andersrum. Da kommt die Wut mit jedem von ihr ausgesprochenem Wort. Was wir natürlich bei all dem, was Chan hier durchmachen muss, nicht vergessen dürfen. Er hat ihr einen Antrag gemacht, das konnte man damals bei Big Brother sehen. Also im Free TV, obwohl das natürlich ganz eindeutig auf irgendeinem Spartensender für ganz schräge und besondere Vorlieben laufen müsste. Valentina, Chan und Alex und Dings. Super. Fräse den Besen und dann hau ich einen Kopf vor eine Säule. Valentina und Chan, 4 richtige Antworten. Vanessa und Alex, mit 5 richtigen Antworten habt ihr das Spiel gewonnen. Ihr seid bei der nächsten Nominierung geschickt. Das Spielergebnis bedeutet für uns, dass alle Stimmen auf uns gehen werden. Deswegen frage ich mich, warum wir hier noch sitzen. Wo ist dein Mann? Der hat nicht gratuliert. Ja. Auch nicht cool. Komm mal eben. Bitte mach jetzt keinen Fehler. Ich sag gratuliere. Ich muss auch echt aufpassen, dass ich hier nicht ausdicke gerade. Bitte nur was anstand. Glückwunsch, mein Freund. Ja. Starke Leistung. Das war Bluff, weil das erst danach passiert, als wir uns bei Ricarda
darüber beschwert haben, kaufe ich nicht ab. Hauptsache, wir gehen alle meine Schiene. Ach Mann, Alex, ey, nimm doch mal bitte Rücksicht. Er hat seinen Fuß angeklemmt, verdammt nochmal. Mhm. Also, Alex beschwert sich darüber, dass Maurice ihm nicht gratuliert. Nachdem er Vanessa von Ricarda weggezogen hat in der vergangenen Folge, die ihr ja Glück wünschen wollte. Ey, sag mal, die haben doch alle echt ein Rad ab. Schatz, ich hab einen Plan. Mann, die sind nicht schlauer als ich. Keiner von denen ist schlauer als ich. Weiß ich nicht, Digga. Jetzt seine Macht richtig ausnutzen, ey. Und du umarmst den noch, Alter. Wir müssen aber mit Tim und Carina reden, dass wir denen einen Punkt geben, weil die kriegen sonst eh keinen. Weil Valentina, die kriegt jetzt die meisten Stimmen. Wenn wir aber eine Stimme bekommen, dann müssten wir mit Valentina eine Exit-Challenge. Aber wenn jetzt der Tim auch noch einen Punkt nur bekommt, dann ist 1-1. Und die Valentina wählt dann Tim und Carina und nicht uns, weil die sind schwächer. Wenn er das nicht gut findet, ich fall ihm nicht im Rücken. Ja, okay. Ricarda verschwört sich gegen Tim und Carina. Also das ist natürlich wirklich ziemlich klug gedacht, aber wie kann man bitte nicht Valentina und Chan direkt rausschmeißen wollen, wenn sich die Möglichkeit ergibt? Vorsicht ist besser als Nachsicht, war noch nie so wichtig. Ach so, jetzt hätte ich aber eine Logikfrage. Warum genau sollten die beiden damit einverstanden sein, dass sie potenziell hier rausgewählt werden? Weiß ich nicht, Digga. Das wird nachher noch richtig krass. Wir machen auch gleich weiter, aber direkt schon mal ein Abo mit Glocke da lassen. Dann seid ihr Teil unserer Community. Dazu gleich mehr. Weiter geht's. Guten Morgen. Guck mal, wie definiert ich geworden bin. Guck mal, die Ader hier. Geil. Viel Ausdauer. Wenig Essen. Dass er mit Valentina gesprochen hat. Er predigt hier in einer Tour, man muss geradlinig sein, schreit hier jeden an, der es in seinen Augen nicht ist. Und selber ist er ja gar nicht besser. Wäre für mich grausam, logisch. Aber klar, wir sind hier im Spiel, muss natürlich auch an uns denken. Oje, oje, Pia sollte auf jeden Fall aufpassen. Also wenn Heidi Klum den Zico so sieht, ja, dann fügt sie ihn natürlich ganz schnell ihrer Sammlung von Typen mit merkwürdiger Frisur hinzu. Ist natürlich schon echt krass. Alex' Figur ist durch Ausdauer und eine Zwangsdiät hier richtig definiert worden. Vor allem natürlich sein Zeigefinger und sein Daumen sind durch viele Kneifen richtig in Shape. Wenn ihr euer Wort haltet, also ich werde es nicht hinterrücks machen. Ich werde ihm das vorher sagen. Kannst meine... du ja auch. Du musst auch auf dich achten, ja, ja. Dass du nicht rausfliegst. Nee, nee. Wer ist da dran? Maurice. Maurice mit Valentina und die wollen nur Tim und Carina will. Ich wusste es. Ich auch. Weißt du, was das Krasse ist? Dass die Maurice jetzt auch noch auf ihre Seite ja. ziehen wollen. Tim, nur an dich will. Weil ich denen die Chance geben möchte, sich hier nochmal zu beweisen. Die müssen es mindestens einmal beweisen, bevor die ins Halbfinale kommen. Ja. Wenn er uns heute Abend wählt, dann ist er für mich ein für alle Mal gestorben. Ist das geil. Das liebe ich am Sommerhaus auf jeden Fall sehr. Also hier ein Glas an der Wand oder wie Claudia Obert sagt, ich muss vorm Einschlafen vom Barhocker gefallen sein. Schön hier auf dem Stühlchen sitzen und gucken, ob vielleicht doch noch jemand kommt. Da ist Chan richtig gut drin. Das kennt ihr ja schon von den Autogrammstunden von Valentina am Imbiss. Durch so einen billigen Manipulationsversuch von Valentina, weil die will natürlich hier gegen den ja leichteren Gegner kämpfen, da pfeift er einfach mal auf seine Moral. Glückwunsch, Maurice. Und dann damit noch schön reden, dass er ihr das vorher sagen möchte. Ob du halt jemanden mit oder ohne Vorwissen das Messer reinrammst, das macht fürs Vertrauen genauso einen Unterschied wie die Frisuren von Inka Bause und Ross Anthony. Maurice ist gerade bei Valentina und Jan im Zimmer und bespricht mit denen, wer nominiert wird. Lava. Ja, Carina und Tim, weil es die leichtesten Gegner in der Exit-Challenge werden. Ekelhaft. Also es wäre eh nicht cool von denen gerade. Ich muss weg. Klar, das war. Ja, ich gehe jetzt sofort. Kommst du mal bitte? Komm, jetzt. Komm. Jetzt. Und ich hoffe echt, dass Maurice es jetzt echt mal wirklich einmal rafft, da wirklich jetzt die richtige Entscheidung zu treffen, weil jeder von diesen Schwachmaten würde, wenn er schlau ist, genauso wählen. Bist du blöd? Hm? Was redest du mit der? Ich sag doch gar nichts. Hier, Tim und Alex, die standen an der Tür und mitbekommen, dass ihr über Taktik hier redet. Was wollt ihr alle von mir? Ja, ich rede hier mit wem ich will. Was hast du hier erzählt? Erzähl mal. Die Frage ist, was du erzählt hast. Upsi, da hat ihr eigener Plan gerade Ricarda eingeholt. Und jetzt muss sie so tun, als wüsste sie von nichts. Also ganz schnell den Maurice von Valentina wegziehen, weil der sich einfach wirklich selten dämlich anstellt. Wenn Ricardas Plan eine Philosophiesendung ist, dann ist Maurice Richard David Precht. Es wird alles direkt versaut. Nee, die Frage ist, was du erzählt hast. Ich habe nur zugehört. Was habe ich denn angeblich erzählt, damit die alle denken, ich bin ein Schwätzer? Was denn? Ich brauche nichts sagen. Nee, sie hat selber gehört. Was denn zum Beispiel? Was soll ich gesagt haben? Alex. Sag doch. Ich gehe da nicht drauf ein. Ach so, gehst du nicht drauf ein? Meinst du, wenn ich lästern will oder so, gehe ich nicht in eine Ecke mit einem heimlich? Alleine schon das Lauschen, ne, ist schon stark. Habe ich nicht auch in dem Zimmer gesagt gehabt, dass ich, wenn ich ihm wählen würde, würde ich es ihm sagen. Das hast du nicht gehört, komisch, ne? Voll schwach.
Voll schwach. Voll schwach. Das zeigt einfach nur, dass der Typ kein Mindset hat und einfach nur ein Kind im Kopf ist. Idioten, Alter. Ja, aber die eine Scheiße, Alter. Alex hat jetzt Schuld, weil er bei einem normalen Gespräch zugehört hat. Ah ja, also Maurice schlägt wild um sich, weil er beim Verrat ertappt worden ist. Ist ja auch klar. Jetzt hilft einfach nur noch das, was eine Ausladung von Valentina von einer Party bewirkt. Akute Schadensbegrenzung. Und er hat natürlich Riesenangst, auch gegen Valentina anzutreten. Da geht man natürlich alles durch. Du bist gut mit Maurice, aber du bist vielleicht gut, aber er ist nicht gut. Den juckt es nicht, wer du bist. Der, wenn er dich rauskicken will, um sich zu retten, wird er dich. Nur ich muss natürlich jetzt auch gucken, was ist das Beste so. Der hat immer gesagt, der spricht, wenn, mit voll mit dir. Ja, das glaube ich auch. Und ich finde halt, sind viele, die halt immer weiterkommen, ohne, sag ich mal, die Spiele zu gewinnen. Das ist ja keine Olympischen Spiele, wo nur Wettkampf gemacht wird. Hier geht es auch um Menschlichkeit. Nein, und das ist das, was nach draußen geht. Wenn du hier gut parat kommst, mit deiner Menschlichkeit, kriegst du keine Stimme, egal ob du Spiele gewonnen oder nicht. Ich rede gerade. Tim hat das Gefühl, man wird hier als Kanonenfutter vorgeführt. Oder wie man bei abgehalfterten Ex-Promis sagt, ein Angebot von Hot oder Schrott bekommen. Also Valentina wiegelt natürlich sofort ab. Als Tim sagt, es gehe hier auch um Menschlichkeit. Nicht, weil sie jetzt Tim widersprechen möchte, sondern weil ihr das Wort einfach genauso fremd ist wie Empathie, Sympathie und Respekt. Okay, ein bisschen Respekt in den Alter. Jetzt reicht's langsam. Sorry, aber jetzt wird's echt langsam. Nee, weil ich rede und du quatschst einfach rein. Und dann müssen wir jetzt erstmal, jetzt reicht's irgendwo. Ja, ja. Nix, ja, aber ja. Nee, komm, Schatz, lass einfach diesen. Ja, dann geh. Das ist das Übliche. Geh. Die Aufmerksamkeit, die ich in meinem Leben hatte, die wirst du niemals erreichen. Ja, doch alle vernünftigen Ton, ja. Siehst du, irgendwo reicht's. Alles was für Show machen. Halt die Klappe! Ich dachte, mich trifft der Schlag. Wovon reden wir hier? Alles für Show. Ist offensichtlich neues Trash-TV-Gesetz. Wer sich von Valentina nicht manipulieren lässt, hat immer Unrecht. Bitte wundert euch nicht. Auch Carina macht sich natürlich Gedanken über das ganze Gesagte hier und diesen aufkommenden Streit. Sie kann halt nur nicht mehr richtig die Stirn runzeln. Jetzt müssen wir hier Valentina auch ein Stück weit verteidigen. Sie hat lediglich die ganze Zeit dazwischen gequatscht, weil sie einfach Angst hatte, Tim könnte jederzeit anfangen zu singen. So hat sie nicht nur den Bewohnern einen Gefallen getan, sondern auch uns Zuschauern. Besen da. Alles für Show, für Show. Die wird im Leben niemals so viel Show haben wie ich ohne so eine Scheiße. Kannst du ja so gut beurteilen, ne Tim, was ich davor gemacht habe. Also halt die Fresse. Boah, der ist dreimal so alt wie du. Valentina ist für mich ein ganz ekelhafter Mensch. Es war absolut respektlos, es war despektierlich und es war absolut unverschämt. Ey, Valentina, red mal mit Respekt. Dada, halt's Maul. Ich kann gar nicht so tief auf das Niveau sinken. Ja, ich habe immer so ein innerliches Klavier in meinem Kopf. Dann muss ich die Taste drücken, dann weiß ich, die Person rastet aus mit der Person. Den ganzen Tag über lädt sich die Stimmung immer weiter auf und sagen wir es mal so, Valentina ist daran jetzt nicht ganz unbeteiligt. Also, aber es ist ja auch total schön, dass selbst jemand wie Tim Toupet hier in der Sendung noch was lernen kann. Also, er hätte sich das garantiert nicht träumen lassen, dass er irgendwo auf ein Publikum trifft, das auf Außenstehende noch abstoßender wirkt, als das im Megapark. Deine ganzen Tugenden musst du hier über Bord werfen. Nominierungszeit, würde ich sagen, ja. Letztendlich wünsche ich mir jetzt einfach nur, dass die beiden sich hier verpissen. Vanessa und Alex, Justin und Arben, sie sind sicher. Und wir wissen auch, dass die meisten Valentina und Jan wählen werden. Haben wir uns für Maurice und Ricarda entschieden, weil dann könntet ihr das halt auf dem Schlachtfeld dann klären. Der ist auf Falter 50er. Ich hoffe, du verstehst ihn langsam und umarmst ihn auch nicht mehr, wenn er irgendwas gewinnt oder so. Ja. Nee, nix, ja, auch die Vanessa nicht. Ach so, und Tim hat natürlich recht. Die eigenen Erziehungen und Tugenden über Bord werfen, das macht er sonst immer nur beim Texten seiner Songs. Auf dem Schlachtfeld klären, das läuft ja in Sat.1 unter dem Titel Hochzeit auf den ersten Blick. Valentina und Jan. Ich glaube, es ist wirklich legitim, nachzudenken. Ne? Du hast gesagt, ey, deine Mama, dein Papa sind stolz auf dich. Und die Worte werde ich dir nie vergessen. Deswegen haben mein Schatz und ich gesagt gehabt, dass wir euch nicht wählen. Ich muss dieses, sorry, Geblubbel nicht haben. Ich liebe dich. Valentina und Jan, ihr seid ein sehr, sehr starkes Team. Weil er denkt, hätte er jetzt den Tim gewählt, dass er dann sein Gesicht da irgendwie verliert. Ich raff das alles nicht mehr. Die Beleidigung mit Tim heute fand ich nicht cool. Okay, also mir ist es nicht aufgefallen. Woran merkt man denn, dass Maurice nachdenkt? Wiederholt er dann ganz oft einen und denselben Satz? Eins, eins, eins. Also ich muss Tim komplett zustimmen. Das waren auf jeden Fall sehr viele unnötige Worte. Da hat Maurice auf jeden Fall nochmal den Kopf aus der moralischen Schlinge gezogen und den Tim nicht nominiert. Es bleibt trotzdem ein irreparabler Schaden in der Beziehung zu Tim. Oder wie Carina sagt,
Die was? Zu wem? Wer ist der größte Fisch der Welt? Valentin ist der größte Fisch der Welt. Also ich sag dir sicherlich nichts. Ich will dich, weil du stark bist oder irgendwas. Ich will dich, weil du einfach ein Fisch bist. Und jetzt kannst du deine Lutschpuppe nehmen und nach Hause gehen. Und ich habe ihn dafür gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, für Gigi. Gigi ist hier reingekommen und dachte mir, ach du lieber Gott, der hat uns gerade noch gefehlt. Muss aber sagen, dass ich fast schon Fan geworden bin von ihm. Kleiner Stach in der Fresse, bin ich dir ehrlich. Und deswegen respektlos. Mit der Lutschpuppe nach Hause gehen, so enden ja auch die meisten Shoppingtouren von Dieter Bohlen. Maurice spricht sich also jetzt nicht aus Freundschaftsgründen für Tim aus, sondern aus Imagegründen. Ey, während er nachtragend ist wie die Sau, sollen die anderen seine Schandtaten schneller vergessen als Olaf Scholz die Details zu Wirecard oder was? Ich bin zwar nur die Lutschpuppe, aber... Sagt ihr mir, okay, wenn sie ins Wort fällt, ist das falsch. Aber was macht ihr denn? Ihr beleidigt mich als Rotzlöffel und wollt jetzt Valentina für falsch gewählte Worte verurteilen. Tim, indem du sie von oben herab behandelt hast, indem du laut wurdest, da musst du auch mit einem Halt die Fresse rechnen. Das ist ja 7 bis 8 Jahre oder 5 bis 7 Jahre oder keine Ahnung, was sind denn das für Horizonte von den Menschen? Jeder sagt hier Dinge, ja, wir wählen euch wegen Dinge, weil ihr stark seid. Niemand sagt dir wirklich, weil ihr scheiße seid. Aber warum nennst du mich Lutschpuppe? Weil es so ist, du lässt dir alles von ihr gefallen. Lass einfach, lass ihn. Er kann auch nur mit durch oft, uns, er kann auch nur durch uns aufmerksam. Du willst nicht mal streiten, du streitest nur, weil sie will. Übrigens, während Chans Rede war RTL sehr gnädig und hat die ersten 15 Minuten mit 9 Wachteleier-Gags rausgeschnitten. Ja, Valentina ist natürlich sauer. Das von Gigi war eine Entscheidung mit einigermaßen Rückgrat. Klar, das macht Valentina fassungslos, wie Alex einen Satz ohne Selbstbezug. Valentina und Jan, entscheidet jetzt, gegen welches dieser Paare ihr im direkten Duell antreten wollt. Das Paar, das die Exit-Challenge verliert, muss das Sommerhaus verlassen. Du Star. Ist das meine Mutter oder mein Bewährungshelfer oder was? Du Schrupper. Deswegen wählen wir hier den Oberstar. Und das bist du, Tim. Und Carina, das Schoßhündchen. Komm, Schatz. Das ist Dreck unter meinen Zico, Schuhen. Zico, das ist einfach nur Zico. Dreck. Was sie da abziehen, ist Dreck. Alex hat nie sein Leben gekriegt. Also, Valentina und Chan haben jetzt die Wahl, wer mit ihnen ins Exit-Spiel darf. Wie kann Gott zulassen, dass solche schrecklichen Dinge passieren? Und das riecht schon so ein bisschen nach Manipulation, oder? Also, warum sollte das Paar, das wirklich mit Abstand die meisten Stimmen bekommen hat, jetzt auch noch die Wahl haben und sich das, ja, vermeintlich schwächste Paar als Gegner aussuchen dürfen? Alle finden es so ein bisschen schwach, sie hätten doch wirklich einen ebenbürtigen Gegner aussuchen sollen. Entschuldigung, aber wo bitte soll RTL denn jetzt einen Vulkan finden, der Schimpfwörter ausspuckt? Jan, komm mal. Ohne sie. Sie bleibt hier. Nur du. Nein, Schatz. Ohne. Nein, hab ich dazu nicht gesagt. Nur du. Keine Aufmerksamkeit dem Gegenden. Okay, lass einmal reden. Danke. Lass doch reden. Morgen. Sag doch Lutschpuppe. Ich verstehe nicht, wenn ich dir doch nett sage, ich weiß, wie das Business läuft. Du musst jetzt vor die Kamera setzen. Gerade also, eben hast du zu mir, habe ich zu dir gesagt, bitte schenk dir keine Aufmerksamkeit mehr bei. Ja, okay, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Okay. Aber warum würdest du dann gerade aufstehen? Ja, hast du recht. Ey, das muss man sich echt mal vorstellen. Sie verbietet ihm gerade einfach mal den Mund. Ganz ernsthaft, das nennt ihr okay und normal. Ey, ich wünsche mir wirklich, dass das alles Show ist. Wirklich. Warum will der denn mit dir alleine reden? Weil er ganz genau weiß, wenn ich dabei bin, dass er verlieren wird. Das ist doch jetzt gut sein. Das ist jetzt wieder vor den Chaos unnötig. Schatz, soll ich sie mich reinfressen vor der Challenge? Ja, aber du führst mich hier gerade vor. Nein. Doch, du zeigst mir, was mein Fehler ist. Okay, ich führe dich gerade vor. Für mich hast du mich gerade davor geführt. Reicht doch jetzt mal. Immer wenn ich Fehler... Es reicht doch jetzt mal. Ihr habt doch gesagt, du hast recht. Was willst du denn noch? Nichts. Warum wiederholst du es dann 10-mal? Ich keine Verbesserungen sehe da. Immer nur mecker, mecker, mecker. Nie lobst du mich mal. Oh Mann, ach Chan. Also der Zug mit dem vorgeführt werden, der ist schon längst abgefahren, wenn nicht sogar verschrottet worden. Obwohl, bei der Deutschen Bahn fährt der dann wahrscheinlich doch noch irgendwo rum. Und zack, gibt's ein Krisengespräch. Wie konnte denn Chan fast eine Entscheidung ohne Walle treffen? Also das ist ja so, als würde Maurice plötzlich damit aufhören, sich ständig von allem und jedem beleidigt zu fühlen. Völlig undenkbar. Eine Runde drehen nochmal. Nee, hör auf. Ich kann nicht mehr. Es ist alles gut. Hast du gerade gesehen? Ich wollte mit ihm reden. Und er will nicht. Und er hat abgeblockt? Ja. Ich wollte ihm nochmal sagen, dass ich auch enttäuscht bin. Guck mal, der ist nicht drauf eingegangen. Ja. Hast du gesehen? Was für schöne Worte ich sag? Ja. Der kennt Gigi 2 Tage und macht so schöne Worte. Ja, genau. Dann nervt mich diese Rede von wegen, das ist mein Ziehvater und ja, ich hab so einen großen Respekt. Da willst du noch für die Zuschauer gut dastehen. Bei Maurice stelle ich mittlerweile alles in Frage. Ich glaube, der geht hier sehr taktisch vor. Was für ein Absturz für Maurice. Gerade war er noch inmitten von Bikini-Schönheiten bei Aito
und jetzt wird er von einem Ballermann-Sänger abgewiesen. Also Maurice und Ricarda beschweren sich darüber, dass ihr beinahe Opfer Tim jetzt überhaupt nicht dankbar ist und dass die anderen das auch nicht so richtig gut fanden. Das ist halt so, als würde Günther ja auch bei Wer wird Millionär ganz plötzlich 20% der Gewinnsumme als Provision einkassieren. So läuft es nicht. Was haben wir denn jetzt? Was haben wir jetzt getan? Die Situation nervt. Da habe ich nicht gesagt, Maris, die fühlen alle mit Tim und Carina mit. Aber aus meiner Sicht gesehen hat sich auch keiner für uns erstmal gefreut. Das war auch erstmal ganz, ganz hart. Das war sehr, sehr traurig. Das tut wirklich ganz, ganz doll weh. Andauernd verschwindet ihr dein Zimmer. Dieses Tuscheln gestern nach dem Ding ist dieses Tuscheln. Das gibt einen ekligen Beigeschmack für alle drumherum, weil das sieht anders aus. Keiner weiß, was ihr redet, weil wir sind nicht wie so eine Valentina und lauschen an der Tür und hören, was ihr sagt. Aber du unterstellst mir, ich habe mit Valentina gelästert. Oh mein Gott, guck mal, das mal, was ist das für eine Umdreherei? Ich habe gesagt, es gibt einen bösen Beigeschmack, wenn ihr immer da zusammen steht. Habe ich das gesagt oder nicht? Stopp. Ich bin aber am Reden. Nein. Oh, dieses ständige Wort im Mund herumdrehen, ey, sorry, es geht gar nicht. Oh Mann, Valentina, ey. Grinsend hinter dem Vorhang verstecken, so hat ja auch Laura Müller damals den Wendler kennengelernt. Es ist wirklich unfassbar, oder? Da raufen die sich einfach direkt schon wieder die Haare in der Nähe des Grills. Naja, immerhin sind da im Essen dann trotzdem noch weniger Haare als bei Burger King. Lass mal, du hast warum jetzt nicht deine Show hier. Stopp, also, sagst du gerade ernsthaft zu Maurice, wenn wir reden, hat es einen bitteren Beigeschmack? Ja, für alle anderen, weil labil? Ja, natürlich, wie labil musst du im Kopf wenn sein. Wenn hier vorher gelästert wird und dann kommt man zu euch und unterhält sich, was ist das für eine Art und Weise? Wie labil muss man sein? Was? Vergiss es, Valentina, mit mir machst du deine Show, nicht hast du mich verstanden. Wenn ich was zu sagen habe und mit Maurice darüber rede, aber was kommst du von der Seite, was stehst du überhaupt hier und lauschst die ganze Zeit? Irgendeine Unterstellung tust du, was nicht richtig ist. Was ist daran eine Unterstellung? Was Valentina meint. Ey, misch dich da nicht ein. Gut, ich darf nicht reden, alles gut. Ja, das so oder so nicht. Ich kann das nicht abhaben, wenn jemand meine Frau angreift. Mhm, Valentina sagt also, Justine sei labil. Das sagt diejenige, die Chan beim falschen Atmen mit Trennung und einem kompletten Nervenzusammenbruch droht. Ich finde, selbst vom Zuschauen merkt man, dass die Stimmung hier komplett am Kipppunkt ist. Und Valentina und Chan bemerken einfach mal wieder nicht, wann endlich genug ist. Damit schert sie sich halt um Deeskalation genauso wie ihre Fake-Follower um ihr Leben. Wie tief muss man sinken? Ja, klar. Wie tief muss man ganz sinken? Tief, ganz tief. Ich werde dich nicht beleidigen. Ja, kannst du gerne auf dein Niveau herabgehen. Ihr seid für mich uninteressant. Weißt du, ich habe kein Instagram, ich brauche den ganzen Scheiß nicht. Alles Fische, ja. Tim, Carina und euch beide und die Aktion. Nichts anderes. Nicht, dass ihr euch ausgrenzen soll, dass mit euch nicht gesprochen werden soll. Lass mich aussprechen. Das stand gar nicht. Ausgrenzen passiert erstmal dann, wenn man in eine Gruppe integriert werden will. Okay. Ich will mit so Menschen wie mit dir gar nicht in einem Kreis sitzen. Gut. So, das hast du von das Tag 1 hier gar gesehen. Nicht so schlimm. Vielleicht bekommst du ja ein Promi-Flash-Artikel mit mir. Gott, und geilst dich und dein Mann sie ein. Tim ist völlig fassungslos und macht ein Gesicht, als würde er sich den Sitcom-Abend bei ProSieben angucken. Und der hat ja auch Ähnlichkeiten zu Valentina und Chan. Immer dieselbe Leier, die sich wirklich zum Erbrechen wiederholt und vorhersehbar endet. Die Stimmung ist hier absolut am Siedepunkt und ihr wisst, was jetzt kommt. Tief durchatmen, ihr werdet es merken, das Video wird sich ab jetzt ein bisschen verändern. Heide, geht jetzt schlafen hier. Also jetzt mal ernsthaft. Geh du lieber auch schlafen. Provozier mich gar nicht. Du hast angefangen zu provozieren. Was? Wollte ich nicht mit dir reden und sie hat nein gesagt? Weißt du warum? Merkst du das? Aber weißt du warum? Merkst du das? Weil ich gerade mit ihr gesprochen habe, weil wir dir keine Plattform mehr geben. Hör doch auf! Du meckerst, warum ich dich Lutschpuppe genannt habe. Hier Beweis! Komm. Ja, was bist du für ein Mensch? Was ich überhaupt nicht verstehe, warum Gigi jetzt sich so von Valentina und Chan provozieren lässt. Naja gut, wobei, ne? Lagerfeuer, alle sitzen draußen und eine nervige Blonde. Er hat ganz offensichtlich die Dschungelcamp-Zeit immer noch nicht richtig verarbeitet. Also wir sehen hier eines, Gigi stellt sich massiv gegen Chan. Er schubst ihn weg, plustert sich auf, allein die ganze Körpersprache. Das ist definitiv eine Ansage. Wir lassen Alex sein, wie er mag, aber ganz großen Respekt dafür, dass er hier direkt zwischen die beiden gegangen ist. Finde ich mega und finde ich wichtig. Hier Beweis! Ja, komm. Was? Was fasst du ihn an, Alter? Was packst du meine Frau an? Raus! Du heilige
Nach massiven psychischen Grenzüberschreitungen folgt jetzt auch die körperliche. Oh Leute, also, was ist passiert? Er hat Chan gegenüber die Hand erhoben in einer aggressiven Grundstimmung, das haben wir, glaube ich, auch alle gesehen, und ist dann laut Aussage abgerutscht. Dann hat Valentina den Schlag ins Gesicht bekommen. Und den gibt es eindeutig. Also ich weiß, ich habe auch schon mehrfach gelesen, habe auch Insta-Nachrichten bekommen, so, hä, sorry, aber das war jetzt irgendwie kein heftiger Schlag. Weiß ich jetzt nicht. Also wir sehen es aus dem Kamerawinkel tatsächlich nicht so gut. Und ob der tatsächlich doch eher Chan galt, kann schon auch sein, oder doch Valentina, das macht die Sache natürlich nicht besser. Gewalt geht einfach überhaupt nicht klar. Wir sprechen auch gleich darüber, was hat eigentlich Valentina gemacht. Aber ganz wichtig, das eine rechtfertigt natürlich nicht das andere. Raus! Keine Frau mit dem Tor! Mach nicht den Fehler! Raus sofort! Raus sofort mit dem Typen! Ja, nimm den mal mit dann! Dass ich Valentina angebracht habe, war aus Versehen. Ruhig, ruhig. Okay. Ey. Komm ruhig. Schatz, ey, beruhig dich jetzt mal. Komm mal eben ganz kurz mit. Nee, du dreckiger Bastard, Alter. Meine Fresse, ihr Dreckigen. Du hast dein Gesicht vor ganz Deutschland verloren, Frauenschläger. Hund, Alter. Sei froh, dass ich dich nicht beleidige. Du hast jegliche Beleidigung verdient, du dreckiger Hund. Ist mir scheißegal, ob das keine Absicht war oder nicht. Er hat die Hand gehoben und die ist auf mich gegangen. Securities kommen natürlich total schnell ins Haus. Die sind da ums Eck. Die Redaktion ist offensichtlich auch da. Ein Glück hat Valentina ihn nicht beleidigt. Dreckiger Bastard, Alter. Hund, Alter. Warum bitte werden die beiden eigentlich von Ulla Kock am Brink hier abgeführt? Nein. Alles klar, ich dachte nur gerade nach den ziemlich schlimmen Bildern, ob man die Stimmung noch mal vielleicht so ein bisschen... Aber okay. Ich glaube, Gigi, ich weiß nicht, ging alles so schnell. Wollte irgendwie Jan, ist Jan zu nahe gekommen, wollte irgendwie Jan, hat die Hand gegen Jan erhoben und dann bin ich dazwischen gegangen. Ne? Man kennt mich, ich lass nicht so umgehen mit Jan. Auf nur halb und halb. Und dann habe ich halt seine Hand volle Kanne gegen meinen Kopf abbekommen. Was ist los hier, Alter? Wo sind wir hier, Alter? Sorry, ich sag euch ehrlich, Handgreiflichkeiten dulde ich aber auch nicht. Geht nicht. Ja. Aber jetzt mal ohne Spaß, was ist hier los? Ja, Ricarda, was soll jetzt hier los sein? Was sollen wir dir jetzt sagen? Einfach absolute Katastrophe. Körperliche Gewalt tolerieren wir gar nicht, geht gar nicht. Egal von welcher Seite aus, das macht man nicht. Gigi hat die Grenze überschritten, indem er körperliche Gewalt angewendet hat. Das ist ein absolutes, das ist eine Basissache, da muss einer gehen. Die sind sich hier in den Interviews einig, Gewalt geht gar nicht und das ist auch richtig so. Spannend ist auf jeden Fall auch, was gerade bei Insta stattfindet. Einige, die jetzt hier gerade sagen, Gewalt geht gar nicht, positionieren sich gerade bei Insta gerade anders und schreiben da auch so, ja, hier, Entschuldigung, aber das war ja irgendwie viel schlimmer, was dem armen Gigi da angetan wurde. Es ist ganz oft Aktion, Reaktion, aber sorry, trotzdem geht es natürlich überhaupt nicht, dass man sich da hinstellt mit eine Grundhaltung, die aggressiv ist, jemanden wegschubst und dann tatsächlich mit der Hand ins Gesicht geht und dann, naja, einen Schlag ausübt. Chan muss jetzt natürlich erstmal gucken, wie er mit der ganzen Situation umgeht oder anders gesagt, er fragt einfach Valentina um Erlaubnis, ob er überhaupt irgendwas machen darf oder ob er einfach ja, weiter ruhig in der Ecke sitzen soll. Also ein ganz, ganz, ganz großes Entschuldigung von mir aus gegen Valentina. Auch, wir wissen, dass wir ganz viele Konflikte haben, aber sowas geht gar nicht. Ich wollte sie auf gar keinen Fall treffen. Also auf gar keinen Fall. Also das war null meine Absicht. Trotz allem, auch wenn es aus Versehen war, tut es mir von ganz Herzen leid. Und ja, bei Jan, trotz allem, ich wurde als erstes handgreiflich. Deswegen ist es meine Schuld. Und nochmal, tut mir von ganzem Herzen leid. Mein Gott, ey, aber 2 Wochen meines Lebens verschwendet, Alter. Das ist tatsächlich auch was man so einfach noch nie gesehen hat. Ohne große Musikuntermalung werden Sendungsteilnehmer hier einfach abgeführt und ja, rausgeworfen. Und völlig klar, da führt kein Weg dran vorbei und das muss gemacht werden. Was geht dem jetzt wohl hier gerade durch den Kopf? Ich glaube ihm total, dass es ihm leid tut. Ich glaube, er weiß jetzt gerade genau, was das hier bedeuten kann und das ist natürlich... hart. Irgendwo ist auch mal das Maß voll und irgendwo ist auch mal eine Grenze erreicht. Natürlich war das scheiße, was Gigi gemacht hat und da sind wir uns alle einig, das weiß er selber auch. Aber einige verbale Angriffe sind auch sowas von unter die Gürtellinie gegangen, die überhaupt nicht klar gingen. Wie krank ist das, Maurice? Ich schwöre dir bei Gott, nein, weil du so viel so provoziert hast die Tage davor. Mein Gott, warum bist du nicht gerade schlafen gegangen? Gott sei Dank bin ich nicht schlafen gegangen. Gigi's Karriere aus. Ich hatte davor gesorgt und dafür gesorgt und er macht mich jetzt groß damit. Ich glaube das alles gerade nicht, ganz ehrlich. Also ihr wisst es ja, ich gucke seit vielen, vielen Jahren Trash-TV. Wir haben hier gemeinsam schon richtig viel gesehen, aber sowas, was, also so eine Aussage bisher wirklich noch nie. Das ist so
unglaublich. Valentina ergötzt sich jetzt gerade danach daran, dass seine Karriere vorbei ist. Das kann natürlich wirklich eine Folge sein nach dieser ganzen Geschichte. Und dass sie jetzt davon profitiert. Das ist unglaublich. Ja, Valentina sagt ja, sie wäre die Queen of Trash. Dann haben wir hier mal ein schönes Symbolbild ihres Königreichs. Wow. Valentina ist halt immer sehr, sehr auf die Psyche gegangen. Man hat sie mehrmals darauf hingewiesen. Hör auf damit. Und sie hat es nie eingesehen. Valentina und Jan sind seit Tag 1 diejenigen, die wirklich jeden auf seine Art und Weise zum Platzen bringen. Und das durch massive Psychospielchen. Wenn du ihr hier sagst, das ist mein Safe Space, das hier ist meine Zone und du gehst nicht weiter, dann nimmt sie sich das Recht heraus, trotzdem so nah an dir ranzustehen und sagt, nein, ich gehe hier nicht weg. Und die bohrt sehr tief. Seitdem wir hier sind, haben alle Frauen wegen ihr geweint, waren körperlich und psychisch am Ende, weil die die so terrorisiert hat. Und da hört es dann hier auch auf. Ja. Vanessa hat vollkommen recht. Wer wen provoziert hat, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Und ich würde mir trotzdem wünschen, dass die Macher von solchen Sendungen auch genauso auf psychische Gewalt reagieren und dann genauso handeln. Die Maßnahme mit der Begründung ist natürlich genau die richtige. Aber natürlich müssen sich die Sender auch den Vorwurf gefallen lassen, dass genau solche Sendungen aus Streit, Psychospielchen und Provokationen bestehen. Es gibt dazu tatsächlich noch ein ziemlich bekanntes Detail. Can und Valentina behaupten gerade, dass die anderen Promis RTL erpresst hätten. Alle würden abreißen und die Sendung sofort beenden, wenn nicht Can und Valentina rausgeworfen werden. Und dass wir alle gehen wollten, ja, wollten wir. Weil das nämlich keiner mehr mit ihr da drin ausgehalten hat, weil sie alle psychisch und verbal komplett kaputt gemacht hat. Auch eine andere Teilnehmerin oder ein anderer Teilnehmer hat mir das bei Insta geschrieben, hat auch gesagt, das stimmt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja super, dass die Promis das machen. Gezeigt wurde das aber nicht. Und die Begründung, warum Can und Valentina raus sind, ist auch eine andere. Can und Valentina hätten eigentlich drinbleiben sollen für mehr Krawall und Konfro, für mehr Aufmerksamkeit. Und das hätte eigentlich keine Konsequenzen gegeben. Da muss man echt fragen, sag mal, ist es euch das wert, die beiden um jeden Preis hier in der Sendung zu halten? In dieser ganzen hochproblematischen und auch ja toxischen Art, die wir jetzt gerade von Valentina wieder hier wirklich eindrucksvoll auch gesehen haben, steckt 0,0 Unterhaltungswert. Gut, höchstens für die Friseurin, die diese Extensions sieht und sich freut, dass sie für diese Arbeit tatsächlich Geld bekommen hat. Mal schauen, ob wir kommende Woche davon überhaupt noch irgendwas hören oder ob die Sendung einfach ganz normal weitergeht. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo mit Glocke da lasst. Gibt ja auch gerade ein T-Shirt dafür. Wie das genau geht, steht unten in der Beschreibung. Ach so, wenn es euch gefallen hat, ne, Daumen nach oben nicht vergessen. Ist damit Gigis Karriere vorbei? Bin total auf alles gespannt, was ihr dazu schreibt. Die vergangene Folge war schon richtig krass. Alle Details zur Anzeige gegen Gigi und Valentina hatte natürlich direkt Beef mit ihm. Guckt auf jeden Fall rein, wenn ihr es nicht gesehen habt. Und Leute, das erste Lagerfeuer bei Temptation Island VIP, Kaderlote rasiert alle. Also, bis gleich.